Hallo, willkommen zu einem neuen Haul-Video von mir. Heute geht es rund um Primark-Sachen. Ich war zweimal im Primark und habe zweimal sehr viel eingekauft. Vor allen Dingen auch ein bisschen was für den Urlaub, ein paar Babysachen, Sportklamotten vor allen Dingen. Also ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Das erste, was ich euch zeige, ist eine Jeans, eine schwarze High-Waist-Jeans. Ich brauchte mal wieder Hosen, die mir jetzt aktuell passen, wo ich die ganzen Babyfunde noch nicht runter habe. Also meine alten Klamotten passen mir noch nicht, aber die ganzen Sachen, die ich während der Schwangerschaft getragen habe, die halt eben diesen hohen Bund haben, die möchte ich jetzt auch nicht unbedingt noch tragen, gerade wenn es jetzt wärmer wird. Deswegen habe ich mir mal eine günstigere Hose gekauft, weil ich mir denke, ich werde die ja nicht so lange tragen. Dann rentiert es sich nicht, jetzt irgendwie eine Hose von 50 Euro zu kaufen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Das ist, wie gesagt, eine High-Waist, einfach eine stinknormale schwarze Hose, die unten auch, ganz normalen Abschluss hat, also jetzt nicht irgendwie so ein Schlag oder so. Und die ist auch so ein bisschen stretchy, also gefällt mir richtig gut. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, was die gekostet hat. Ich glaube, es waren, 11 Euro oder 16? 11, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Da ist der Kassen, Etikett ist da leider Gottes schon ab. Dann habe ich mir jetzt ein paar Sportsachen geholt. Einmal ein Sport-BH, den finde ich so, so cool. Schaut mal, wie toll der aussieht. Der hat hier vorne nämlich auch so eine Aussparung. Es sieht so klasse aus. Und auch mit diesem Bund hier drumherum, das sieht irgendwie total, also richtig sportlich aus. Und hinten ist es halt hier so ein bisschen netzartig. Und dann auch nochmal, so sieht es halt aus, ist hier dann frei. Und dann ist dieses Band hier, geht dann halt einmal rundherum. Und da kann man es auch nochmal auf und zu machen. Ja, ich finde ihn richtig, richtig, richtig schön. Auch bei dem weiß ich nicht mehr hundertprozentig, was er gekostet hat. Das ist total ärgerlich. Ich hatte nämlich ein paar Sachen gekauft und habe da die Schilder schon abgemacht, hatte das Ganze auch schon abgedreht für euch und dann waren die Dateien kaputt. Total doof. Deswegen ist es jetzt schon eine Zeit lang her. Ich glaube 2 Wochen und ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, der war auch so um die 9 Euro, 10 Euro, irgendwie sowas rum. Also der sitzt auf jeden Fall richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr. Dann habe ich noch mehr Sportklamotten geholt. Und zwar einmal eine Leggings. So sieht die aus oben herum. Richtig schön. Auch schön stretchy. Also vorne so grau und an den Seiten einfach schwarze Streifen. Und hinten herum gehen die Streifen dann nochmal hier hoch. So geht es auch nach unten. Einfach auf der Seite einen schwarzen Streifen. Und dann steht hier nochmal ein bisschen was. Und dann halt so ein bisschen auch mit rosa und pink und ja, also richtig schön. Ich finde einfach das Design toll und ich mag einfach dieses Grau, was halt nicht so durchgängig grau ist, wo dann so ein bisschen weiß noch dazwischen ist. Also ich mag diese Struktur halt eben sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen habe ich mir noch eine graue Leggings geholt, wobei das hier so ein richtiger, ja, Sport-Leggings-Stoff. Und das hier ist eher so nochmal ein bisschen, einfach ein bisschen dicker, ein bisschen fester. Also das hat hier auch einen sehr, sehr hohen Bund. Und dann sieht es unten so aus. Ich finde das so schön, dieser Übergang von diesem, ja, hell Mittelgrau in dieses Türkis. Ich finde, das sieht sensationell gut aus. Die ist auch richtig, richtig bequem. Also die kann man auch ziehen ohne Ende in alle Richtungen. Also ich mag die Sportsachen von Primark tatsächlich sehr gerne. Ich habe auch schon viele Sachen in der Vergangenheit, in den letzten Jahren gekauft. Gerade so Tanktops und solche Sachen, die dann halt zum Sport machen sind. Wo dann auch manchmal solche Cups schon eingearbeitet sind. Also die haben wirklich tolle Sachen, kann man echt nicht sagen. Dann habe ich hier so ein Sport so ein langärmeliges Oberteil mal geholt. Also das sieht jetzt für euch wahrscheinlich einfach nur nach einem schwarzen Oberteil aus, was langärmelig ist. Wenn man das aber näher, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann, es hat hier halt eben verschiedene Strukturen. Das eine ist glatt und dann ist es hier nochmal ein bisschen geraffter. Es kommt halt immer drauf an, wo man, was für eine Körperregion gerade unterstützt wird sozusagen. Da ist es ein bisschen härter und ein bisschen enger und dann wieder lockerer. Ansonsten ist es einfach ein ganz stinknormales schwarzes Oberteil, was aber definitiv vom Stoff her merkt man schon, dass es halt für den Sport gedacht ist. Und hier hinten ist dann nochmal so ein Label drauf. Genau. Dann habe ich mir hier so einen Spaghetti-Träger mitgenommen und zwar in Grau. Die habe ich euch im letzten Primark-Toll habe ich die euch gezeigt. Ich habe die in, ich glaube, 6 verschiedenen Farben mitgenommen und ich feiere die. Ich trage die so, so, so gerne. Entweder solo, manchmal zum Schlafen, aber auch zum Rausgehen oder zum Druntertragen, falls es entweder ein bisschen kälter ist oder wenn irgendein Oberteil vielleicht ein bisschen durchsichtiger ist. Also ich mag die sehr gerne und ich glaube, die kosten 2,80 Euro oder so. Also das, da kann man echt nicht sagen vom Preis. Und ich habe die jetzt in allen Farben, deswegen habe ich mir die auch mal in Grau mitgenommen. Dann ein Pulli, was ihr so gefeiert habt und ihr habt mich so oft gefragt, wo das her ist. An dem Tag, wo ich Videos gedreht hatte mit
diesem Pulli hier habe ich eben auch diesen Primark-Haul gedreht und euch dann auch gleichzeitig gesagt, dass er von dort ist. Aber die, wie gesagt, die Videodateien waren kaputt, ich konnte die nicht verwenden. Und deswegen kam im Nachhinein, als ich die anderen Videos online gestellt habe, vom Haus und so weiter zum Beispiel, kamen dann ständig Fragen, woher ist dieser coole Pulli? Also von Primark. Das ist ein Kapuzenpulli, der aber short ist, also ist ein kurzer und der ist sehr, wie man sieht, oversized. Was für eine Größe ist das denn? Ich muss gerade mal schauen. Das ist jetzt Größe 40. Ich glaube, es gab auch keine kleineren Größen. Meine Schwester wollte den nämlich unbedingt haben und ich bin dann für sie in Primark gegangen. Und es gab nur noch 44 und 46. Also vielleicht habt ihr ja bei euch im Primark Glück, den noch zu bekommen. Ich finde den so schön. Also gerade, ich habe den jetzt zum Beispiel die letzten Male, ich habe den euch auch schon abfotografiert. Also auf Instagram findet ihr den mit dieser schwarzen High-Waist-Hose getragen. Mega, also man hat dann keinen Bauch oder so gesehen. Ich finde es richtig schön. Und vor allen Dingen natürlich mit dem Schriftzug Love. Ich finde die Schrift schön und das Ganze ist Rose Gold. Also ich habe das gesehen, das musste direkt mit. Der hat, glaube ich, auch 11 Euro oder so gekostet. Ich bin mir... legt mich nicht fest auf die Preise. Jetzt kommen aber gleich Sachen, wo dann noch Preisschilder dran sind. Ich habe aber noch ein Sportoberteil mitgenommen. Hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Der sieht aus genau wie der schwarze, nur halt eben dann halt in Farbe. Auch wieder dieses Graue, was dann so ein bisschen, ja, ein bisschen weiß, grau, ein bisschen schwarz dazwischen. Ich mag diese Struktur einfach sehr gerne. Dann hat es hier an den Ärmeln noch ein bisschen rosa. Und hier sind noch solche Punkte drauf. Also das ist dann auf der, ist das dann die Rückseite oder die Vorderseite? Ne, das ist die Vorderseite. Sowohl als auch. Also hier sind solche Punkte drauf, solche grauen, die sind rutschfest. Und hier ist auch nochmal ein Loch. Da kann man dann mit den Daumen durch. Muss man aber nicht, wenn man nicht möchte. Und dann hat es hier an den Seiten nochmal rosa und hinten ist nochmal ein bisschen mehr an den Seiten rosa. Sieht sehr schön aus, weil man sieht dann sehr tailliert aus. Also ich mag dieses Oberteil sehr, 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 sehr gerne. Also gefällt mir sehr gut. Dann habe ich mir noch ein Bikini das letzte Mal geholt und bei dem weiß ich, dass sowohl das Oberteil als auch das Unterteil 4 Euro gekostet hat. Also das ist das Oberteil, so ein Triangel, einfach in der kräftigen, schönen Korallfarbe. Mag ich sehr gerne und an der Seite hat es so ein bisschen, also es ist so gehäkelt einfach, also es ist auch Häkelstoff in Weiß. Mag ich sehr gerne die Kombination und dann noch das hier, das ist das Unterteil und da ist auch wieder dieses Gehäkelte. Ich finde es so, 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 so schön und die Farbe vor allen Dingen, also wenn man da ein bisschen braun gebrannt ist, also ja. Wir fahren ja jetzt bald in den Sommerurlaub, aber jetzt ist es kein richtiger Sommerurlaub, aber dort ist dann richtig heiß, wo wir sind. Deswegen werde ich da direkt mal diesen Bikini anziehen. Ich freue mich so, so sehr drauf. Das war das erste oder der erste Einkauf und der zweite Einkauf kommt jetzt. Da sind dann alle Preisschilder noch dran. Beim zweiten Einkauf habe ich mir auch noch ein Bikini mitgenommen. Und zwar, ich zeige euch erstmal das Unterteil. Das Unterteil hat 5 Euro gekostet. Ich muss das hier nur mal versuchen, irgendwie zusammen zu friemeln. Das wird nämlich an der Seite geknotet. So sieht das Ganze aus. Moment. So sieht das Ganze aus. Das wird halt an den Seiten, wie ihr seht, einfach eine Schleifchen gemacht. Und so sieht es aus. Richtig schön. Das Ganze ist nicht irgendwie drauf gedruckt oder sowas, sondern das ist ein gehäkelt. Also da kann man auch das Unterteil und das obere, wenn ihr das jetzt gerade sehen könnt, abziehen praktisch. Das ist, wie gesagt, einfach komplett gehäkelt. Richtig schöne Farben. Dieses Korall finde ich so schön und blau, türkis. Ich finde, das sind tolle, tolle Farben. Und das Oberteil ist auch wieder so ein... Moment, ich muss hier mal gerade eine Klammer abmachen. Das Oberteil ist auch wieder so Triangel, aber diesmal so ein bisschen gefüttert. Also da ist nicht viel drin, aber es ist halt hart. Es ist nicht so wie das andere. Das andere ist ja hier so weich. Da sind so Cups drin. Die kann man, wie ihr sehen könnt, da unten an der Seite dann rausholen. Das sind so diese typischen. Und das sind die, die so ein bisschen fester halt sind. Ich finde es richtig hübsch. Und auch, dass dieses außen herum in Türkis ist, mag ich total gerne. Das Oberteil hat 8 Euro gekostet. Okay, und das Unterteil 5. Richtig, richtig hübsch. Genau, dann habe ich mich in eine Tasse verliebt. Oh mein Gott, ich fand die so süß. Ich wollte mir schon sehr, sehr lange eine Disney-Tasse kaufen. Und zwar von Tassilo. Ich feiere es so, 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 so sehr. Und momentan oder schon länger gibt es bei Primark richtig viele Sachen von mit Tassilo drauf. Rucksäcke, Schminksachen, Klamotten, alles Mögliche. Und ich habe jetzt eben ganz lange gewartet, dass es mal eine Tasse gibt. Also von Schön und das Biest, falls es jetzt irgendjemand nicht wissen sollte, aber ich denke, das kennt man, oder? Also alle Disney-Fans vor allen Dingen. Ja, die Tasse musste einfach mit. Ich glaube, also ich werde sie auch gar nicht hier in die Schränke stellen. Die soll irgendwann mal auf meinem Beauty-Tisch oder so, auf jeden Fall in meinem Beauty-Raum wird die schön hingestellt und da wird die als Deko stehen. Ich finde die einfach
sensationell schön. Und die hat 6 Euro gekostet. Gar nicht so günstig, aber die musste einfach mit. Ich glaube, die hätte noch teurer sein können. Ich freue mich einfach, dass ich die jetzt habe. Dann habe ich mir einen ganz normalen Sweatshirt mitgenommen. Und der war auf jeden Fall reduziert. Hier steht zwar noch 8 Euro dran. Ich bin der Meinung, der war auf 5 Euro reduziert. Das ist ein ganz normaler, stinknormaler Hoodie. So sieht er aus. Einfach in Türkis. Einfach, weil ich den noch nicht in dieser Farbe habe. Ich habe ganz viele von denen, auch mit Reißverschluss, ohne. Also diese Hoodies trage ich einfach sehr, sehr gerne zu Hause zum Chillen, aber auch so zum Rausgehen, wenn das Wetter, jetzt ist das Wetter einfach perfekt, dass man einfach mit so einem Ding rausgehen kann und man ist einfach fertig, good to go. Mag ich richtig, richtig gerne und die habe ich in so vielen Farben. Ich kaufe die auch immer in der Nummer Größe, also ich habe jetzt Größe 40 hier genommen, damit es einfach nicht so eng sitzt und einfach so locker ist. Ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die auch reduziert gewesen sind, auch wenn hier jetzt 8 Euro steht, aber selbst 8 Euro kann man echt nichts sagen. Dann auf etwas, da bin ich sehr gespannt, das muss ich allerdings echt mal anprobieren. Die neuen Sachen habe ich noch gar nicht anprobiert, die habe ich nämlich erst vorgestern oder so gekauft. Ich weiß es gar nicht mehr. Was haben wir denn heute? Ach nee, Quatsch. Es war schon Anfang der Woche. Das hier ist aus der Badeabteilung. Und zwar sieht es so aus. Ich zeige euch erstmal das Ganze, dass ihr eine Ahnung habt, was das überhaupt sein soll. Das ist hier so ein Strickkleid praktisch. Also es ist komplett, ja, gehäkelt. Und unten sind dann solche Fransen. Das Ganze kann man dann, also es ist wirklich in der Badeabteilung, findet ihr das. Das ist einfach um praktisch, wenn ihr mit einem Badeanzug unterwegs seid und ihr wollt gerade mal irgendwie kurz, was weiß ich, wo auch immer ihr seid, wenn ihr kurz was zu essen holen wollt oder an eine Bar wollt, wo auch immer ihr dann seid, ob Strand oder Schwimmbad oder wie auch immer, kann man das halt überwerfen und dann fühlt man sich halt ein bisschen angezogener. Gerade wenn man kurz in ein Hotel nochmal schnell rein möchte oder was auch immer. Gerade im Schwimmbad, wenn man dann kurz mal sich eine Pommes holen möchte und dann da in der Schlange steht. Ich ziehe mir dann gerne immer was über und stehe da nicht einfach nur so rum, keine Ahnung. Ich mache das einfach so. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Hinten hat es hier, wie ihr sehen könnt, ist nochmal so ein bisschen überkreuzt. Finde ich richtig, richtig hübsch. Und ansonsten ist es so ungefähr knielang und dann unten sind, wie gesagt, diese Fransen. Also ich werde es auf jeden Fall in den Urlaub mitnehmen, dann werdet ihr spätestens in meinen Vlogs sehen. Ich mag das Ding sehr, sehr gerne. Ich habe mir das auch in der größten Größe, die es gab, mitgenommen, und zwar in XL, weil es bringt ja nichts, wenn man so ein Teil anhat, was dann total eng sitzt. Das soll ja schon so schön locker runterhängen. Deswegen, und ihr seht, Moment, ich halte es euch jetzt gerade mal nochmal breit auf. Das ist nicht super breit. Also, wie, wenn ihr sehen könnt, das kann man zwar ziehen, aber es ist nicht super, super breit. Und es hat gekostet 13 Euro. Genau. Dann habe ich mir zwei Leggings mitgenommen. Ach so, bei meinem ersten Teil, das ich gerade gezeigt habe, habe ich mir auch schon eine Leggings mitgenommen in schwarz. Die habe ich allerdings gerade an. Ich mag das einfach. Ich könnte in Leggings leben, gell? Ich kann in Leggings schlafen, chillen, rausgehen, egal was draußen. Ob man jetzt einfach draußen, ob ich damit in Sport gehe oder draußen richtig das Outfit aufwerten durch einen schönen langen Pulli zum Beispiel oder irgendwie ein Oberteil, eine Bluse drauf. Scheißegal, also Leggings gehen immer. Deswegen habe ich mir hier nochmal eine Leggings mitgenommen, weil die kosten nämlich nur 4 Euro. Ich habe mir die einmal in Grau mitgenommen und dann nochmal in Schwarz, weil ich Schwarz einfach am häufigsten trage. Also einfach eine stinknormale schwarze Leggings, jeweils 4 Euro. Dann habe ich mir nochmal Socken mitgenommen. Die haben 3 Euro gekostet. Ich mag die von Primark sehr, sehr gerne. Ich kaufe mir dort immer die Socken. Und ich habe mir mal welche genommen, die jetzt ein bisschen tiefer ausgeschnitten sind. Dass jetzt, wo der Sommer ist, und wenn da, oder der Sommer, jetzt wo der Frühling da ist, sagen wir es mal so. Und wenn man mal irgendwie eine Hose anhat, wo man ein bisschen die Schuhe halt, dass die Hose nicht über die Schuhe geht, wo man dann die Socken sieht, dass man die halt durch diese Schnittform nicht so richtig sieht. Also mag ich sehr gerne. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Socken, 7 Paar Socken drin für 3 Euro. Also ich glaube, da braucht man echt nichts sagen. Dann habe ich für den Urlaub hier so ein Reiseset mal mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich kaufe das jedes Jahr aufs Neue und die Dinger werden, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die verschwinden oder so. Also mal so ein Set mitgenommen, gerade für den Lias, dass ich jetzt mal so ein paar Sachen dann abfüllen kann. Das nächste Teil ist auch wieder aus der Badeabteilung und auch das wird definitiv in den Urlaub mitkommen. Das ist so schön, ich zeige es euch mal. So, das ist gerade so, das geht über den Po. Das ist auch wieder so ein Teil, was man sich einfach überwirft, wenn man gerade irgendwo mal schnell hin will und nur ein Bikini anhat. Weil das ist halt wirklich, das ist komplett ausgeschnitten bis unter die Brust und hinten ja auch. Dann hat das hier hinten nochmal so ein, ja, eine Verbindung, dass es nicht ständig und von den Schultern runterrutscht. Ansonsten seht ihr es ja, das sind so Fledermausärmelchen, die sehr, sehr locker sind. In der Mitte hat es dann so ein Bund, was einfach, nee, das ist gar nicht stretchy.
doch so ein bisschen stretchy ist es schon und hat hier vorne dann nochmal eine Schleife, was man zusammenbinden kann und dann halt einfach so einen locker fluffigen Rock. Und die Farbe, hallo, richtig, richtig schön, das hat 7 Euro gekostet. So, das war es jetzt schon mit meinen Klamotten. Jetzt kommen nur noch Babyklamotten. Ich habe das diesmal extra getrennt. Da haben mich ein paar von euch mal gefragt, ob ich das einfach mal so ein bisschen trennen kann, damit sich jetzt Leute, die überhaupt nichts mit Kindern am Hut haben, nicht die ganzen Babyklamotten ständig dazwischen angucken können, also angucken müssen. Deswegen habe ich das Ganze jetzt mal getrennt. Also für alle, die es jetzt nicht mehr interessiert, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und für alle, die es interessiert, kommen jetzt noch ein paar Babyklamotten. Die sind nämlich unheimlich süß. Alles von Disney. Ich möchte schon mal vorwarnen. Beziehungsweise fast alles. Also als erstes habe ich dieses Set hier mitgenommen. Oh Gott, ich feiere es so sehr. So ein süßer Jumper, der einfach kurz ist. Hier steht Mickey drauf, vorne ist die Mickey Maus. Und darunter, ich muss mal gucken, ob es ein T-Shirt ist. Nein, darunter ist nochmal hier ein Kurzarm-Body und überall Mickey-Mäuse drauf. Das sieht so, so süß aus. Ich bin total verliebt. Das ist jetzt alles, was ich die letzte Zeit gekauft habe, auch von C&A, ist immer die Größe 68. Das ist 3 bis 6 Monate. Und dieses Set hat 13 Euro gekostet. Dann habe ich dieses Setchen hier gekauft. Also egal, was ich euch zeige, alles Größe 68, wie gesagt. Dann dieses Set. Einmal hier ein Mickey Mouse Body, richtig süß. Mickey steht hier drauf und hier drunter diese ganzen Mickey Mäuse und auch wieder Kurzarm. Der Sommer kommt. Er hat bislang keine Kurzarm Bodies gehabt. Ich habe jetzt natürlich ohne Ende zugeschlagen, wie eine Bekloppte eigentlich. Viel zu viel, aber besser zu viel als zu wenig. Gerade wenn man im Urlaub ist, im Ausland, weiß man ja nie, wie viel braucht man tatsächlich, gerade mit der Hitze. Man weiß nie, wie sehr schwitzt das Kind, wie oft spuckt sich's voll oder macht sich's, keine Ahnung, ich habe dann keine Lust im Urlaub dazustehen und Klamotten zu waschen oder sowas. Deswegen mal lieber zu viel als zu wenig. Und es hält ja auch den kompletten Sommer. Deswegen denke ich, rentiert sich das schon. Ich glaube, das ist eine kleine Ausrede wahrscheinlich. Ich bin einfach verliebt in diese ganzen Disney-Klamotten. Ich hätte noch mehr kaufen können. Ich musste mich echt zurückhalten. Schaut euch mal bitte dieses... Also dieses Set alleine ist doch zuckersüß. Da ist eben noch dieses Lätzchen mit dabei und da ist diese Mickey Mouse drauf. Und die hat hier diese Mickey Mouse Ohren, sind locker. Also alleine, wenn ich nun dieses Lätzchen gesehen habe, habe ich mir doch schon gedacht, so, oh mein Gott, das ist so schön. Dieses Set zusammen hat 7 Euro gekostet. Dann habe ich mich noch für das hier entschieden. Das hat nur 4 Euro gekostet. Das ist so ein Teil, was er komplett anziehen kann. Das ist hier hinten mit so einem Klettverschluss. Da kann er dann reinspringen und wenn er dann eben seine Flasche bekommt oder hauptsächlich, wenn er dann jetzt anfängt, auch mal Brei und so weiter zu essen, ja, weiß man bekanntlich, das kann überall landen. Deswegen ist das richtig, richtig gut. Es ist halt hier drunter, ist es so ein Material, was man komplett abwaschen kann dann alles und das kann man halt auch in die Waschmaschine schmeißen. Und dann sind nicht immer die ganzen Klamotten vollgesaut, weil wenn hier mal irgendwelche Spinatflecken drauf sind, die nicht rausgehen oder Karottenflecken, dann ist es egal. Aber wenn es auf den Klamotten landet, ist es sehr, sehr ärgerlich. Oder wenn man jedes Mal die ganzen Spucktücher versaut oder sowas, ist ja auch nichts in der Sache. Deswegen ist sowas, glaube ich, richtig, richtig gut. Und wenn es irgendwann vollgefleckt ist, dann ist es auch egal. Und hier unten an den Ärmelchen, das finde ich auch gut, dass es nicht immer hoch wegrutscht, ist hier so ein Gummiband dran, dass es auch hält. Ja, und das Ganze auch noch in Mickey-Maus-Muster, also... Und 4 Euro, kann man echt nicht sagen. Dann habe ich hier noch ein T-Shirt mitgenommen. Da steht einfach nur drauf, happy, happy, happy. Richtig, richtig goldig in so ja, Neonfarben. Und es hat gerade mal 1,80 Euro gekostet. Also richtig hübsch. Die haben super, super schöne T-Shirts dort. Noch viele andere gehabt. Ich glaube, ich habe hier noch welche mitgenommen. Ich muss mal gleich gucken. Ist das hier? Nee, einzelne T-Shirts. Doch, ich habe noch ein einzelnes T-Shirt. Auch dieses 1,80 Euro. Mommy's Little Star steht hier drauf. Richtig süß, oh mein Gott. Ich habe mich, es gab auch noch so schöne andere in Schwarz mit Fußbällen drauf und so weiter, aber die gab es leider nicht mehr in seiner Größe, nur noch in größeren Größen. Aber wie goldig, oder? Für 1,80 Euro kann man echt nicht sagen. Dann habe ich hier noch so ein Set wieder mitgenommen, mal wieder von Mickey Mouse. Einmal eine kurze Hose mit der Mickey hier vorne drauf, mit der Sonnenbrille. Wie süß sieht das denn bitte aus? Richtig goldig. Und dann dazu dieses Oberteil. Richtig chillig, so süß. Und hier links und rechts an den Ärmeln steht noch, hier steht Mickey und dann da Maus. Goldig, oder? Und das Set hat 7 Euro gekostet. Also auch die Preise sind ja der Hammer.
Und ich muss sagen, ich habe schon viele Primark-Klamotten. Ich habe die jetzt alle schon öfter gewaschen, schon öfter auch in dem Trockner gehabt. Die sind alle nicht eingegangen. Die haben die Farbe nicht verloren oder haben sich irgendwie verfärbt oder. Also ich kann echt an Primark kein schlechtes Wort lassen. Klar sind es jetzt keine Sachen, wo man sagt, die kann man irgendwie 5 Jahre tragen. Aber ich habe die jetzt, wie gesagt, schon auch, ob es für meine Klamotten waren oder für den Dias, sehr oft gewaschen in den Trockner. Schon seit Jahren kaufe ich da ja ein. Also ich kann da echt kein schlechtes Wort dran lassen. Also deswegen... Ich kaufe dahin weiterhin ein, ich finde das richtig gut. Ich habe hier jetzt noch ein Dreier-Set T-Shirts, das hat 11 Euro gekostet, aber schaut euch mal bitte das erste an. Wie süß ist das denn bitte? Richtig, richtig, richtig goldig. Uch, ich sehe hier gerade, man sieht nicht alles. So, jetzt sind alle zusammen richtig, richtig goldig. Dann das zweite T-Shirt ist das hier mit ja, Buchstaben drauf und... Mickey Mouse, Goofy, Donald Duck und so weiter. Und das dritte T-Shirt ist dann ein weißes und da ist dann simpel einfach nur die Mickey Mouse drauf. Richtig, richtig goldig. Und für so 3 T-Shirts 11 Euro, ich meine, da kann man echt nichts sagen. Dann habe ich noch ein Set mit so Langarm-Shirts gekauft. Einfach für Tage, wenn es mal ein bisschen kühler ist, man nicht unbedingt Kurzarm tragen kann, also tragen kann, aber auch nicht jetzt unbedingt ein Pulli. Also einfach so Langarm-Shirts, die ja aber dünn sind. Einmal hier, auch klar, schon wieder mit Mickey Mouse Muster, gell? Einmal dieses Muster hier und das andere Muster ist das hier. Richtig, richtig süß mit den weißen Ärmelchen. Ach Gott, das sieht so goldig aus. Good Vibes steht da drauf. Dann habe ich ihm was von Winnie Pooh mitgenommen. Winnie Pooh bin ich ja auch so total der Suchti von. Und zwar ist es so ein Strampler mit kurzen Armen und auch keinen Füßchen dran. Also wirklich, wenn man, wenn es warm ist und vielleicht zum, als Pyjama, wobei ich trotzdem Socken anziehen würde, aber kurzärmlich. Friends give the best hugs steht hier drauf und ja, mit Winnie Pooh richtig goldig und dazu, achso, das hat übrigens 8 Euro gekostet und dazu im Set ist auch nochmal dieses Lätzchen mit Winnie Pooh drauf, so goldig. Und die 2 letzten Sachen sind Badeklamotten für den Kleinen und zwar einmal dieses Set hier und zwar... ist hier einmal so ein Schwimmoberteil mit Lichtschutzfaktor 50 drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie gut da tatsächlich die Qualität von Primark ist, deswegen würde ich ihn trotzdem darunter nochmal eincremen. Vorsichtshalber die Creme einziehen lassen und dann das eben erst anziehen. Aber trotzdem, wenn er dann im Wasser ist und dann irgendwie die Sonne runterknallt, dann kriegt er dadurch hoffentlich keinen Sonnenbrand. Genau, das haben wir, so ein Set haben wir schon von Amazon bestellt, aber ich wollte jetzt noch mal ein zweites mitnehmen. Hier ist so ein Hai eben drauf mit einer Taucherbrille, total goldig. Dann ist hier nochmal eine kleine Hose dazu. So rum. Also Oberteil und Schwimmhose, also Schwimmhose und Schwimmoberteil. Und dann ist hier nochmal so ein Käppchen mit dabei. Sowas haben wir auch schon bestellt. Das ist extra eins, was vorne so einen Schirm hat und hinten so ein bisschen runterhängt, damit das auf den Schultern liegt, dass sich der Nacken oder die Schultern, dass die nicht verbrannt werden. Aber ich glaube, dass die Mütze ein bisschen groß ist. Ich glaube, dass die ihm nicht passt. Die fällt schon sehr groß aus, obwohl das Größe 68 ist. Aber wir haben ja eine... deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. Es ging mir auch eher um die Schwimmsachen an sich. Und das letzte Teil, oh mein Gott, Moment, ich sage euch nochmal kurz den Preis. Habe ich nämlich nicht gemacht. 11 Euro haben die 3 Teile gekostet. Und das letzte, das fand ich einfach so zuckersüß. Es musste einfach sein. Es hat 4 Euro gekostet. Eine Mini, Mini Schwimmhose. Wie süß ist die denn? Und die sieht so richtig California-Style aus. Mit so Palmen drauf und ja auch die Farben so richtig, ach, einfach schön und... ja, ich gucke nochmal. Ja, 4 Euro hat die gekostet. Die ist so, so zuckersüß. Ich bin verliebt. Ja, das war's schon. Ich habe hier einen richtigen Haufen, wo ich mich ablehnen kann. Das war mein Primark-Tall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Hinterlasst mir gerne Kommentare, wenn ihr auch irgendwelche Fragen noch dazu haben solltet oder. Und ja, ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Dann sehen wir uns nämlich auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also macht's gut, ihr Süßen. Tschüss!